und ich weiß jetzt, dass ich niemals unterlieg. Ich hab alles in der Hand. Der 22. Juni 1938. Im New Yorker Yankee Stadion treffen zwei Boxlegenden aufeinander, Max Schmeling und Joe Louis. Schmeling landet eine gewaltige Rechte auf Louis Kinn. In dem Musical Der Kampf des Jahrhunderts, das jetzt im Berliner Theater Tribüne anläuft, spielen Michael Starkel und Ricky Watson die Rollen der beiden Boxgrößen. Der Kampf, in dem der als unbesiegbar geltende Afroamerikaner Louis dem deutschen Max Schmeling unterlag, ist Teil der Geschichte zweier Sportler, die in die Wirren der damaligen Weltpolitik gezogen wurden. Dass ausgerechnet das Musical als Darstellungsform gewählt wurde, um diese Boxergeschichte zu erzählen, mag verwundern, passt aber nach Ansicht der Macher perfekt. Man muss kein Boxfan sein, um zu sehen, dass das Boxen hat sehr viel mit Rhythmus zu tun, mit Drama zu tun. Und aber da sagt man auch dann, wenn ein Schlag trifft, da ist Musik drin. Und insofern ist es doch sehr, sehr musikalisch, habe ich das Gefühl, wie die Tänzer bewegen. Ich finde es eine sehr, sehr theatralische, nicht nur theatralische, sondern musikalische, tänzerische Angelegenheit. Musical-Choreografie und Box-Choreografie in Einklang bringen, das ist neues Terrain, sowohl für den Regisseur James Edward Lyons und den Komponisten Paul Graham Brown, aber auch für die Darsteller. Die mussten monatelang in einem Boxverein antreten, um in ihren Rollen möglichst überzeugend zu wirken. Man muss es nur wollen. Training. Ganz interessant. Also wie gesagt, ich musste richtig kämpfen einmal, irgendwie zu üben sozusagen und nicht nur Bewegung lernen. Und das ist schon eine Kunst. Da muss man schon was drauf haben und dabei bleiben. Und ich habe Respekt für die, die das richtig machen. Doch das Stück zeigt nicht nur glamouröse Action. Es geht um die Vermischung von Sport und Politik, sowohl im damaligen Nazi-Deutschland als auch im von Rassenhass geprägten Amerika. Und beim Kampf des Jahrhunderts schauten alle zu. Das war eines von den ersten großen Medienereignissen der westlichen Geschichte, würde ich sagen, 1938. Es wurde dann wirklich über die ganze Welt dann ausgestrahlt. Und es war einfach mal ein Teil der Geschichte von den Menschen auch. Es war nicht nur ein Sportereignis, es war einfach mehr. Der Kampf des Jahrhunderts kommt nun auf die Musicalbühne. Wie in einem Brennglas verdichtet, spiegelt darin der Boxring die dramatischen Konflikte des 20. Jahrhunderts wider.